Teil 4 – Zehn Wochen später Kapitel 21 Immer noch keine Entscheidung von der Grand Jury, also machen wir einfach weiter wie bisher. Es ist Samstag und meine Familie ist zum Barbecue am Memorial Day Wochenende zu Besuch bei Onkel Carlos. Gleichzeitig feiern wir auch Sevens Geburtstag und Schulabschlussparty. Er wird morgen 18 und die Zeugnisvergabe an der High School war gestern. Ich habe Daddy noch nie so heulen sehen wie in dem Moment, als Dr. Davis Seven sein Highschool-Diplom überreichte. Im Garten duftet es schon nach Barbecue und es ist warm genug, sodass Sevens Freunde im Pool schwimmen. Sikorni und Daniel rennen in ihren Badehosen rum und stoßen Leute ins Wasser. Gerade haben sie Jess erwischt. Sie lacht und droht ihnen, sich nachher zu revanchieren. Bei Kenya und mir haben sie es nur ein einziges Mal versucht, dann nie wieder. Dafür braucht es nur ein paar gezielte Tritte in den Hintern. Plötzlich taucht Devonte hinter mir auf und schubst mich rein. Kenya quiekt, als ich untergehe, und meine frisch geflochtenen Cornrows und meine Jordans gleich mit. Zwar habe ich Surfer-Shorts und einen Tankini an, aber beides ist neu und süß und zum Anschauen, nicht zum Schwimmen gedacht. Als ich wieder auftauche, schnappe ich nach Luft. Star, alles okay? ruft Kenya. Sie ist gleich ein paar Meter vom Pool weggerannt. Willst du mir nicht raushelfen? sage ich. Nope, Girl! Und dabei mein Outfit ruinieren? Du siehst aus, als kämst du alleine klar. Sikorni und Daniel jubeln und johlen, als sei Devonte der Größte seit Spider-Man. Diese Bastarde! Blitzschnell klettere ich aus dem Pool. Oh-oh! macht Devonte und alle drei rennen in verschiedene Richtungen davon. Kenya jagt Devonte, ich laufe Sikorni nach, denn verdammt, Blut sollte doch dicker sein als Poolwasser. Mama, quiekt er. Ich kriege ihn an der Badehose zu fassen und ziehe sie ihm fast bis zum Hals hoch. Er kreischt schrill auf, dann lasse ich ihn los und auf den Rasen plumpsen. Er sieht jetzt aus, als hätte er einen Tanga an. Geschieht ihm recht. Kenya führt Devante zu mir und hält dabei seine Arme wie im Polizeigriff. Entschuldige dich, sagt sie. Nein! Da zieht Kenya an seinen Armen. Okay, okay, okay. Tut mir leid! Sie lässt ihn los. Das sollte es auch! Devonte reibt sich grinsend die Arme. Alter, bist du rabiat! Alter, bist du bescheuert! giftet sie zurück. Er streckt ihr die Zunge raus. Darauf sagt sie: Zieh Leine. Ob man es glaubt oder nicht, das ist für die beiden Flirten. Da vergesse ich fast, dass Devonte sich gerade vor ihrem Daddy versteckt. Die beiden benehmen sich so, als hätten sie es auch vergessen. Devonte holt mir ein Handtuch. Damit trockne ich mein Gesicht ab, während ich mit Kenya zu einer der Liegen am Pool schlendere. Devonte setzt sich direkt neben ihre. Als Eva mit ihrer Puppe und einem Kamm angehüpft kommt, erwarte ich selbstverständlich, dass sie mir gleich beides in die Hand drücken wird. Sie gibt es stattdessen alles Devonte. Hier! sagt sie nur und ist schon wieder weg. Er fängt tatsächlich an, der Puppe die Haare zu kämmen. Kenya und ich starren ihn eine ganze Weile sprachlos an. Was denn? Sagt er. Wir prusten los. <laughs> sie hat dich schon trainiert, sage ich. Alter! er stöhnt. Sie ist süß, okay? Ich kann ihr nichts abschlagen. Er flicht der Puppe die Haare und bewegt seine langen Finger dabei so schnell, dass es aussieht, als müssten sie sich gleich verknoten. Bei meinen kleinen Schwestern musste ich das andauernd machen. Sein Ton wird nachdenklicher, als er sie erwähnt. Hast du was von deiner Mama gehört? frage ich. Ja, so vor einer Woche ungefähr. Sie sind im Haus meiner Cousine. Die wohnt irgendwo am Ende der Welt. Mamba außer sich, weil sie nicht wusste, ob ich okay bin. Sie hat sich dafür entschuldigt, dass sie mich im Stich gelassen hat und wütend war. Sie wollte, dass ich komme und bei ihnen bleibe. Kenja runzelt die Stirn. Du gehst weg? Keine Ahnung. Mr. Carlos und Mrs. Pam haben gesagt, ich kann während meiner Zwölften hier bei Ihnen bleiben. Meine Mama meinte, sie wäre damit einverstanden, wenn es bedeutet, dass ich mich nicht in Schwierigkeiten bringe. Er mustert sein Werk. Die Puppe hat einen perfekten französischen Zopf. Ah, ich muss mal drüber nachdenken. Eigentlich gefällt es mir hier draußen. Aus den Lautsprechern dröhnt Push It von Salt and Pepper. Dabei ist das ein Song, den Daddy gar nicht spielen soll noch schlimmer ist nur back that thing up wenn der kommt verliert mama quasi den verstand cash money records taken over for the 99 and the 2000 und sie verwandelt sich in eine verdammte furie sie und tante pam rufen hey und machen diese ganzen alten tanzbewegungen zu salt and pepper ich mag zwar Serien und Filme aus den Neunzigern, aber ich will nicht mit ansehen, wie meine Mama und mein Tantchen dieses Jahrzehnt tanzend nachspielen. Seven und seine Freunde bilden einen Kreis, und die beiden feuern sie an. Seven schreit am lautesten Go, Mama. Go, Tante Pam. Daddy stürmt in den Kreis, stellt sich hinter Mama, legt beide Hände an seinen Kopf und lässt die Hüften kreisen. Seven schiebt Daddy von Mama weg. Nein, stopp. Aber Daddy tanzt um ihn herum und ist schon wieder hinter ihr. Kenya lacht. Das ist ja nicht auszuhalten! Devontae beobachtet alles lächelnd. Du hattest übrigens recht, Star. Deine Tante und dein Onkel sind gar nicht so schlecht. Und deine Grandma ist auch irgendwie cool. Wer? Äh, du kannst nicht Nana meinen. Doch, sie hat mitgekriegt, dass ich Spades spiele. Letztens hat sie mich, nachdem sie mir Nachhilfe gegeben hat, zu einem Spiel mitgenommen. Sie hat das Vertrauensbildende Maßnahme genannt. Seither läuft es zwischen uns ganz locker. Klar. Chris und Maya kommen in den Garten spaziert, und mir wird ganz flau im Magen. Eigentlich sollte ich es inzwischen gewohnt sein, dass meine zwei Welten aufeinanderstoßen, aber ich weiß immer noch nicht, welche Star ich dann sein soll. Ich kann ein bisschen Slang benutzen, aber auch nicht zu viel, ein bisschen von meinen Ansichten preisgeben, aber auch nicht zu viel. Damit ich nicht als freches Black Girl dastehe. Ich muss aufpassen, was ich sage und wie ich es sage. Gleichzeitig darf es nicht weiß klingen. Dieser ganze Mist ist so anstrengend. Chris und sein neuer Bro Devante klatschen sich ab. Danach gibt Chris mir einen Kuss auf die Wange. Maya und ich schütteln einander die Hand. Devante nickt ihr zu. Die beiden haben sich schon vor ein paar Wochen kennengelernt. Maya setzt sich zu mir auf die Liege. Chris quetscht sich zwischen uns, wobei er uns beide zur Seite schiebt. Maya wirft ihm einen bösen Blick zu. Im Ernst, Chris? Hey, sie ist meine Freundin. Da steht es mir zu, neben ihr zu sitzen. Äh, nein. Besties bevor Testies. Kenya und ich kichern. Devante sagt nur: Verdammt! Meine Anspannung lässt ein bisschen nach. Du bist also Chris, sagt Kenya. Sie hat Bilder auf meinem Instagram gesehen. Ja, yep. und du bist Kenya? Er hat auch Bilder auf meinem Instagram gesehen. Die einzig wahre! Kenya sucht meinen Blick und formt lautlos mit den Lippen: Er ist heiß! Als ob ich das nicht schon wüsste. Dann mustern sich Kenya und Maya. Sie sind sich vor fast einem Jahr bei meinem Sweet Sixteen begegnet, falls man da überhaupt von Begegnen sprechen kann. Haley und Maya saßen an einem Tisch. Kenya, Khalil und Seven an einem anderen. Sie wechselten kein Wort miteinander. Maya, stimmt's? sagt Kenya. Maya nickt. Die einzig wahre. Kenya verzieht die Lippen zu einem Lächeln. Deine Schuhe sind süß. Danke, sagt Maya und wirft selbst einen Blick darauf. Es sind Nike Air Max 95. Eigentlich sind das ja Laufschuhe, aber ich laufe nie damit. Ich laufe in meinen auch nicht, sagt Kenya. Mein Bruder ist der einzige Mensch, den ich kenne, der wirklich damit läuft. Maya lacht. Okay, das ist schon mal gut. Kein Grund zur Sorge. Bis Kenya sagt, und wo steckt Blondie? Chris schnaubt. Maya reißt die Augen auf. Kenja, das. so heißt sie nicht, sage ich. Aber ihr wusstet sofort, wen ich meine, was? Japp, yep, antwortet Maya. Wahrscheinlich leckt sie sich irgendwo ihre Wunden, nachdem Star sie dermaßen in den Arsch getreten hat. Was? ruft Kenya. Star, davon hast du mir ja gar nichts gesagt. Ist ja auch schon an die zwei Wochen her, sage ich. Lohnt sich nicht zu erzählen. Hab ihr nur eine reingehauen. Ihr nur eine reingehauen? sagt Maya. Das war Ketchen! Chris und Devonte lachen. »Moment, Moment«, ruft Kenja, »was ist denn genau äh, passiert?« Also erzähle ich es ihr, aber ohne wirklich darüber nachzudenken, was ich sage oder wie ich klinge. Ich rede einfach. Maya ergänzt einiges, sodass es schlimmer klingt, als es war, und Kenja ist ganz gierig nach Einzelheiten. Wir erzählen ihr, wie Seven Remy ein paar Schläge verpasste, was Kenja zum Strahlen bringt. »Mit meinem Bruder legt man sich besser nicht an«, als wäre er nur ihr Bruder, aber egal. Maya erzählt sogar von der Bemerkung mit der Katze und Thanksgiving. Ich habe Star gesagt, wir Minderheiten müssen zusammenhalten, erklärt Maya. Absolut, sagt Kenya. Die Weißen halten ja eh immer zusammen. Äh, Chris wird rot. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Du wirst schon drüber wegkommen, Herzchen, sage ich. Daraufhin prusten Maya und Kenya vor Lachen. Meine zwei Welten sind soeben aufeinander geprallt, aber erstaunlicherweise ist dabei nichts passiert. Als nächster Song ertönt Wobble. Mama kommt angerannt und zieht mich hoch. Komm schon, Mümme. Ich schaffe es nicht schnell genug, meine Fersen in den Rasen zu stemmen. Nein, Mami. Psst, Girl, komm schon. Ihr anderen auch. ruft sie meinen Freunden zu. Alle stellen sich um das Rasenstück auf, das als improvisierte Tanzfläche dient. Mama zieht mich ganz nach vorn. Zeig ihnen, wie's geht, Baby! sagt sie, zeig's ihnen! Ich rühre mich absichtlich nicht. Diktatorin hin oder her, sie wird mich nicht zum Tanzen zwingen. Kenya und Maya feuern sie noch an, mich dazu zu bringen. Hätte nicht gedacht, dass die zwei sich mal gegen mich verbünden. Mist, bevor es mir richtig bewusst wird, wobble ich auch schon. Dazu mache ich auch noch Ducklips, weil es einfach zu meiner momentanen Gefühlslage passt. Nachdem ich Chris die Schritte erklärt habe, hält er ganz gut mit. Ich liebe ihn dafür, dass er es versucht. Nana gesellt sich auch dazu und tanzt Chimmy mit den Schultern, was zwar kein Wobble ist, aber vermutlich kümmert sie das nicht. Als nächstes kommt Cupid Shuffle. Dazu führt meine Familie alle anderen in die erste Reihe. Manchmal vergessen wir, ob es nach links oder rechts geht und lachen viel zu laut über uns selbst. Abgesehen von peinlichen Tänzen und dem ganzen Durcheinander ist meine Familie eigentlich gar nicht so schlecht. Nach dem ganzen Wobbel und Schaffel knurrt mein Magen. Ich lasse die anderen beim Bikers Shuffle zurück, das nochmal deutlich schwieriger ist und die meisten Partygäste total überfordert. Auf der Küchentheke stehen lauter Servierschalen aus Aluminium. Ich fülle mir einen Teller mit ein paar Rippchen, Chicken Wings und einem Maiskolben. Irgendwie bringe ich auch noch ein paar Löffel Baked Beans unter. Keinen Kartoffelsalat, das ist Teufelszeug. Die ganze Mayonnaise, ist mir egal, ob Mama ihn gemacht hat, ich werde ihn nicht anrühren. Draußen essen ist nichts für mich, da könnten mir zu viele Insekten an meinen Teller gehen. Also lasse ich mich auf einen Stuhl am Esstisch fallen und will mich gerade über die leckeren Sachen hermachen, als das verdammte Telefon klingelt. Weil alle anderen draußen sind, muss ich wohl rangehen. Vorher schiebe ich mir noch einen Chicken Wing in den Mund. Hallo? schmatze ich dem Anrufer ins Ohr. Unhöflich? Absolut. Aber bin ich am Verhungern? Ja, verdammt. Hi, hier ist die Security vom Tor. Aisha Robinson möchte zu ihrem Haus. Ich höre auf zu kauen. Bei Sevens Zeugnisverleihung, zu der sie eingeladen gewesen wäre, ist Aisha nicht aufgetaucht. Also warum kreuzt sie jetzt bei einer Party auf, zu der sie nicht eingeladen ist? Wie hat sie überhaupt davon erfahren? Seven hat ihr nichts davon gesagt, und Kenya hat geschworen, sie würde es nicht tun. Sie hat sogar ihre Mama und ihren Daddy belogen und gesagt, sie würde heute mit irgendwelchen anderen Freunden abhängen. Ich bringe das Telefon nach draußen zu Daddy, weil ich echt nicht weiß, was ich tun soll. Es ist, wie sich rausstellt, sowieso ein guter Zeitpunkt. Er versucht nämlich gerade, vergeblich, Ney-Nay zu tanzen. Ich muss zweimal schreien, bis er diese Grausamkeit sein lässt und zu mir kommt. Er grinst. Das wusstest du nicht, was? Dass das in deinem Daddy steckt? Ich glaube es immer noch nicht. Hier. Ich drücke ihm das Telefon in die Hand. Es ist die Security. Aisha steht am Tor. Sein Grinsen verschwindet schlagartig. An ein Ohr drückt er das Telefon, das andere hält er sich zu. Hallo? Der Wachmann sagt anscheinend was. Dann winkt Daddy Seven zur Terrasse. Bleiben Sie dran. Er hält den Hörer zu. Deine Mama ist am Tor. Sie will dich sehen. Seven runzelt die Stirn. Woher wusste sie, dass wir hier sind? Deine Grandma ist auch dabei. Hast du sie nicht eingeladen? Doch, aber Aisha nicht. »Schau mal, wenn du möchtest, dass sie kurz herkommt, geht das in Ordnung«, sagt Daddy. »Dann schicke ich devonte rein, damit sie ihn nicht sieht. Oder was willst du machen?« »Paps, kannst du ihr sagen?« »Nope, Mann. Das ist deine Mama. Regel das selbst.« Seven beißt sich kurz auf die Lippe, seufzt. »Na schön.« Aisha hält vor dem Haus. Ich folge Seven, Kenya und meinen Eltern zur Einfahrt. Seven passt immer auf mich auf. Deshalb, denke ich mir, bin ich ihm das jetzt auch schuldig. Nun sagt der Kenja, sie soll bei uns stehen bleiben und geht alleine auf Aishas pinkfarbenen BMW zu. Lyric springt aus dem Wagen. Savvy! Sie rennt auf ihn zu, wobei die dicken Kugeln an ihren Haargummis auf und ab hüpfen. Ich habe diese Dinger ja immer gehasst. Wenn dich eins davon zwischen den Augen trifft, bist du geliefert. Lyric schmeißt sich in Sevens Arme und er wirbelt sie im Kreis herum. Ich gestehe, dass ich immer ein bisschen eifersüchtig bin, wenn ich Seven mit seinen anderen Schwestern sehe. Auch wenn ich weiß, wie unsinnig das ist. Aber sie haben eben eine gemeinsame Mama und das macht es zwischen ihnen irgendwie anders. Als hätten sie eine engere Verbindung oder so. Dabei würde ich Mama um nichts in der Welt gegen Aisha eintauschen wollen. Niemals. Seven behält Lyric auf seiner Hüfte und umarmt seine Grandma mit dem freien Arm. Auch Aisha steigt aus. Statt falscher Haare bis zum Hintern trägt sie einen Bob, und sie versucht nicht mal, ihr knallrosa Kleid runterzuziehen, das ihr bei der Fahrt hochgerutscht sein muß. Oder vielleicht ist es auch nicht hochgerutscht und gehört so. Niemals. Ich würde Mama nie gegen sie tauschen. Du machst also eine Geburtstagsparty und lädst mich nicht ein, Seven? fragt sie. Eine Geburtstagsparty, ja? Dabei bin ich diejenige, die deinen Arsch auf die Welt gebracht hat. Seven blickt um sich. Mindestens einer von Onkel Carlos' Nachbarn schaut schon. Jetzt nicht. Doch verdammt, aber hallo jetzt. Ich musste es von meiner Mama erfahren, weil mein eigener Sohn sich nicht die Mühe gemacht hat, mich einzuladen. Dann richtet sich ihr wütender Blick auf Kenya. Und dieses kleine freche Ding hat mich angelogen. Ich sollte dir den Arsch versohlen. Daraufhin zuckt Kenya zusammen, als hätte Aisha sie schon geschlagen. Mama, Mach Kenja keinen Vorwurf, sagt Seven und setzt Lyric auf den Boden. Ich habe sie gebeten, dir nichts zu sagen, Aisha. Aisha? wiederholt sie ganz dicht vor seinem Gesicht. Wie redest du mit mir? Was glaubst du, wen du vor dir hast zum Teufel? Was als nächstes passiert, ist ungefähr so, als ob man eine Limodose richtig fest schüttelt. Von außen sieht man nicht, dass irgendwas passiert ist aber dann macht man sie auf und sie explodiert. Deshalb habe ich dich nicht eingeladen, schreit Seven. Deshalb, genau deshalb, du kannst dich einfach nicht benehmen. Ach, dann schämst du dich also für mich Seven. Da hast du verdammt noch mal recht, ich schäme mich für dich. Wow, ruft Daddy. Er stellt sich zwischen die beiden und legt eine Hand an Sevens Brust. »Seven, beruhige dich.« »Nein, Paps! Lass mich ihr doch sagen, dass ich sie nicht eingeladen habe, weil ich meinen Freunden nicht erklären wollte, dass meine Stiefmutter nicht meine Mam ist, wie sie dachten. Oder dass ich nie jemanden an der Williamson aufgeklärt habe, der das dachte. Zum Teufel noch mal! Sie ist ja sowieso nie zu irgendeiner Veranstaltung gekommen. Also wozu die Mühe? Du konntest ja nicht mal gestern zu meiner Zeugnisverleihung aufkreuzen.« Seven, fleht Kenya, hör auf! Nein, Kenya, sagt er und schaut seiner Mama direkt ins Gesicht. Ich werde ihr noch sagen, warum ich dachte, dass ihr mein Geburtstag scheißegal sein würde, denn rate mal, das war er ihr immer! Du hast mich nicht eingeladen, du hast mich nicht eingeladen, äfft er sie nach. Nein, verdammt, hab ich nicht und warum zum Teufel sollte ich auch? Aisha blinzelt ein paar Mal und sagt dann mit einer Stimme wie Glasscherben, nach allem, was ich für dich getan habe? Nach allem, was du für mich getan hast? Was denn? Mich rausschmeißen? Mir jedes, aber auch wirklich jedes Mal einen Mann vorzuziehen, sobald du die Gelegenheit dazu hattest? Erinnerst du dich noch daran, wie ich versucht habe, King davon abzuhalten, dich zu verprügeln, Aisha? Auf wen warst du da sauer? Seven, sagt Daddy. Auf mich! Du warst sauer auf mich, hast behauptet, ich wäre schuld, als er gegangen ist. Das nennst du, was für mich tun. Diese Frau hier, er zeigt mit ausgestrecktem Arm auf Mama, hat alles getan, was du hättest tun sollen und mehr als das. Wie kannst du es da wagen, dich hinzustellen und das für dich zu beanspruchen? Alles, was ich dir je getan habe, war, dich lieb zu haben. Seine Stimme bricht. Mehr nicht. Und nicht mal das konntest du erwidern. Die Musik ist verstummt und Gesichter spähen über den Zaun des Gartens hinter dem Haus. Sevens Freundin Layla geht zu ihm. Sie hakt sich bei ihm unter und er lässt sich von ihr ins Haus führen. Aisha macht auf dem Absatz kehrt und stolziert zu ihrem Wagen zurück. Aisha, jetzt warte mal, sagt Daddy. Da gibt's nichts zu warten. Sie reißt die Tür auf. Bist du jetzt glücklich, Maverick? Du und die Schlampe, die du geheiratet hast. Ihr habt es endlich geschafft, meinen Sohn gegen mich aufzubringen. Ich kann's gar nicht erwarten, bis King euch alle fertig macht, weil ihr zugelassen habt, dass dieses Mädchen ihn im Fernsehen verpfeift. Mein Magen zieht sich zusammen. Du kannst ihm ausrichten, das soll er mal versuchen, dann wird er schon sehen, sagt Daddy. Es ist eine Sache, wenn dir zu Ohren kommt, dass dich jemand fertig machen will, aber es ist was ganz anderes, wenn du das von jemandem hörst, der tatsächlich mitreden kann. Aber jetzt kann ich mir keine Gedanken um King machen. Ich muss zu meinem Bruder. Kenya ist sofort neben mir. Wir finden ihn am Fuß der Treppe sitzend. Er heult wie ein Baby. Layla hat den Kopf an seine Schultern gelehnt. Als ich ihn so weinen sehe, ist mir auch gleich zum Weinen. Seven? Er hebt den Kopf und hat so rote, verquollene Augen, wie ich das an meinem Bruder noch nie gesehen habe. Als Mama auch reinkommt, steht Layla auf und Mama nimmt ihren Platz auf den Stufen ein. Komm her, Baby. Sagt sie und die beiden umarmen sich. Daddy stupst mich und Kenja an. Geht ihr mal alle raus. Kenja verzieht das Gesicht, als würde sie auch gleich losheulen. Ich nehme sie am Arm und führe sie in die Küche. Dort setzt sie sich an die Frühstückstheke und vergräbt das Gesicht in den Händen. Ich setze mich auf den Hocker neben ihr und sage nichts. Manchmal ist das auch gar nicht nötig. Nach ein paar Minuten meint sie, es tut mir leid, dass mein Daddy sauer auf dich ist. Das ist die unangenehmste Situation, die man sich vorstellen kann. Der Vater meiner Freundin will mich wahrscheinlich umbringen. Er ist nicht deine Schuld, murmle ich. Ich verstehe, warum mein Bruder meine Mama nicht eingeladen hat, aber. Ihre Stimme bricht. Sie macht eine Menge durch, Star. Mit ihm! Kenya wischt sich mit dem Arm übers Gesicht. Ich wünschte. Ich wünschte, sie würde ihn verlassen. Vielleicht hat sie Angst davor? sage ich. Schau mich an. Ich hatte Angst, für Khalil den Mund aufzumachen, bis du deshalb auf mich losgegangen bist. Ich bin nicht auf dich losgegangen. Doch, bist du. Glaub mir, das bin ich nicht. Du würdest es merken, wenn ich mal richtig auf dich losgehe. Egal. Ich weiß, es ist nicht das gleiche, aber trotzdem. Gott im Himmel. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ich glaube, ich verstehe Aisha. Manchmal ist es hart, für sich selbst einzustehen. Vielleicht braucht sie auch diesen Anstoß. Dann meinst du, ich soll auch auf sie losgehen? Ich kann immer noch nicht glauben, dass du denkst, ich sei auf dich losgegangen. Zimperliese. Mir steht vor Staunen der Mund offen. <laughs> weißt du was? Ich überhöre das jetzt mal. Nee, ich habe nicht gemeint, du sollst auf sie losgehen. Das wäre blöd. Nur... Ich seufze. Ach, keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir schweigen beide. Kenya wischt sich nochmal übers Gesicht. Puh, jetzt geht's wieder. Sie steht auf. Jetzt geht's wieder. Sicher? Ja. Hör auf mich das zu fragen. Komm, lass uns wieder rausgehen, damit sie nicht über meinen Bruder reden. Du weißt, dass sie das sonst tun. Sie ist schon bei der Tür, als ich sage: Unseren Bruder. Kenja dreht sich um. »Was?« »Unseren Bruder. Er ist auch meiner.« Ich habe das echt nicht gemein oder arrogant gesagt. Sie reagiert nicht darauf. Nicht mal mit einem »Okay«. Ich habe ja auch nicht erwartet, dass sie plötzlich sagt, »Na klar, er ist unser Bruder. Es tut mir total leid, dass ich mich so benommen habe, als wäre er nicht auch deiner.« Trotzdem erhoffe ich mir irgendwas. Kenja geht einfach raus. Seven und Aisha haben unwissentlich die Pausentaste der Party gedrückt. Die Musik ist aus, und Sevens Freunde stehen tuschelnd herum. Chris und Maya kommen auf mich zu. Ist Seven okay? fragt Maya. Wer hat denn die Musik ausgemacht? frage ich. Chris zuckt mit den Achseln. Ich nehme mir Daddys iPod vom Terrassentisch. Das ist unser DJ für den Nachmittag und mit der Lautsprecheranlage verbunden. Ich scrolle durch die Playlist und finde diesen Song von Kendrick Lamar, den Seven für mich an dem Tag, nachdem Khalil tot war, gespielt hat. Kendrick rappt darin, dass alles wieder gut wird. Seven meinte, der sei für uns beide. Ich drücke auf Play und hoffe, er hört es. Der Song soll auch für Kenya sein. Während er noch läuft, kommen Seven und Layla wieder raus. Seine Augen sind noch geschwollen und rot, aber trocken. Er lächelt zaghaft und nickt mir zu. Ich nicke zurück. Mama kommt mit Daddy raus. Die beiden tragen spitze Partyhüte und Daddy riesigen Blechkuchen mit brennenden Kerzen drauf. Happy Birthday to ya singen sie, und Mama macht dazu noch dieses nicht ganz so peinliche Wackeln mit den Schultern. Happy Birthday to ya. Happy Birthday. Seven strahlt übers ganze Gesicht. Ich mache die Musik aus. Daddy stellt den Kuchen auf den Terrassentisch und alle versammeln sich rundherum und um Seven. Unsere Familie, Kenya, Devontae und Layla, praktisch alle, die schwarz sind, singen die Stevie Wonder-Version von Happy Birthday. Maya scheint sie auch zu kennen. Viele von Sevens Freunden sehen etwas verloren aus. Chris auch. Diese kulturellen Unterschiede sind manchmal schon verrückt. Nana übertreibt es mit dem Song und betont Noten, die eigentlich nicht betont werden müssten bis mama ihr sagt die kerzen sind gleich runtergebrannt mama sie ist einfach so verdammt theatralisch seven bückt sich schon um die kerzen auszublasen als daddy ihn unterbricht warte mann du weißt dass du die kerzen erst ausblasen darfst nachdem ich was gesagt habe ach paps er kann dir keine vorschriften mehr machen seven krätze corny du bist jetzt erwachsen Daraufhin mustert Daddy Seconi nur von oben bis unten. Boy. Er wendet sich wieder an Seven. Ich bin stolz auf dich, Mann. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich nie so ein Zeugnis bekommen habe. Eine Menge junger Brüder kriegen keins. Und da, wo wir herkommen, erleben viele ihren Achtzehnten gar nicht. Einige schaffen das zwar, aber sie haben bis dahin schon einiges verbockt. Du nicht. Du wirst es zweifellos weit bringen. Das war mir immer klar. Wisst ihr, ich habe meinen Kindern Namen gegeben, die etwas bedeuten. Sekorni, das bedeutet Fröhlichkeit und Freude. Als ich verächtlich schnaube, wirft Sekorni mir einen bösen Blick zu. Deine Schwester habe ich Star genannt, weil sie mein Licht in der Dunkelheit war. Und Seven, das ist eine heilige Zahl, die für Perfektion steht. Damit will ich nicht sagen, dass du perfekt bist, denn das ist keiner. Aber du bist das perfekte Geschenk, das Gott mir gegeben hat. Ich habe dich lieb, Mann. Happy Birthday und Glückwunsch. Daddy umfasst liebevoll Sevens Nacken, da wird sein Grinsen breiter. Hab dich auch, lieb Paps. Der Kuchen ist ein Red Velvet Cake von Mrs. Rooks. Jeder schwärmt, wie gut er schmeckt. Onkel Carlos stopft sich mindestens drei Stücke davon rein. Danach wird weiter getanzt und gelacht. Alles in allem ist es ein guter Tag. Nur dauern gute Tage leider nicht ewig.